Hallo, ich grüße Sie von der Hongkong Electronics Fair im April 2018. Mein Name ist Michael Wenzel, ich arbeite im VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach am Main und wir sind hier vor Ort auf den Messen in Hongkong und in China, um unsere Bestandskunden, unsere Geschäftsfreunde zu treffen und auch um neue Kontakte zu knüpfen. Doch genug der Worte. Lassen Sie mich Ihnen einfach ein paar unserer Kollegen hier vor Ort vorstellen. Mein Name ist Daniel Röhrs. Ich leite die Niederlassung für den VDE in Shenzhen. Wir inspizieren und testen elektronische Produkte und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unserem Stand hier in der Hongkong-Messe besuchen können. Danke. Hallo, mein Name ist Rainer Köhn und ich arbeite für das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut als internationaler Vertriebsmanager und befinde mich derzeit auf der Hongkong Electronics Fair und unterstütze unsere asiatischen Kollegen bei ihren vertrieblichen Aufgaben. Hi, good morning. My name is Stefan from BDE in Shenzhen. I'm the head of sales for retail services. I welcome you to the Hongkong Electronics Fair. I hope that you have a successful stay. You make a lot of good connections and see you around. Hello, Aaron. My name is Tina Lu. I'm from the WeDe, the company Shenzhen branch. My job is sales. Welcome to our booth. Thank you very much. Hello, everyone. I'm Eric Xu. I'm the sales of WeDe Shenzhen. Welcome to our booth. Hello, everyone. I'm Charles E from WeDe GS Guangzhou. Welcome to our booth in Hong Kong Electric Fair. For testing cable, we have more than 100 experience. So we are very proud to test every kind of cable, including power cable, communication cable, and all the cable management systems. Now we have more cooperation partner in China, so we can test power cable, communication cable and CPR in China mainland. Please contact us. Hallo, da bin ich nochmal, der Michael von der Hongkong Electronics Fair. Und dann den Daniel Schimanski hier von der MTS-Gruppe, von Intertech hier in Hongkong oder beziehungsweise Interunion in Deutschland. Und der Daniel ist mit seiner Gruppe Kunde bei uns. Und Daniel, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wie lange du schon Kunde beim VDE bist. Ich bin Kunde, also ich persönlich arbeite seit 11 Jahren mit dem VDE, quasi seitdem ich für die MTS-Gruppe damals Interunion arbeite. Seitdem arbeite ich auch mit dem VDE zusammen. Und wahrscheinlich die Interunion oder MTS-Gruppe arbeiten mit dem VDE schon 20 Jahre zusammen. Ja, genau. 20 Jahre, natürlich eine lange Zeit, wo wir quasi dann schon partnerschaftlich unterwegs sind. Und was würdest du denn sagen, gibt es irgendwelche Gründe, bestimmte Bereiche, wo du sagen würdest, ja, das gefällt mir dort gut mit der Zusammenarbeit oder das ist ein Grund, warum wir dieses VDE-Zeichen auch verwenden? Ich meine, der Hauptgrund für VDE-Zeichen ist definitiv, wenn man mit Baumärkten zusammenarbeitet. Im Baumarkt natürlich kaufen relativ viele Elektriker auch ein, die wissen, was VDE ist, die wissen, was dahinter steckt. Das heißt, unser Einkäufer will das natürlich, der Baumarkt-Einkäufer, aber natürlich am Ende sucht es auch der Endverbraucher. In dem Fall vielleicht der Elektriker, aber auch der normale Endverbraucher, wie jetzt mein Vater oder dein Vater, würde natürlich auch VDE kennen. Deswegen ist es für uns essentiell wichtig, dass VDE dann auch auf dem Produkt drauf ist, weil der Endverbraucher es einfach registriert. Ja. Super. Vielen Dank für deine kurzen 2 Minuten. Das ist Messezeit. Wir haben alle viel zu tun. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Messe und vor allen Dingen auch alles Gute für die Zeit danach. Ja, dir auch. Ja? Dank. Danke.